Eigentlich wollte ich dieses Video erst in 3 oder 4 Wochen machen. Doch dann hat sich herausgestellt, dass der Arctic Warrior stattfindet. Und dann musste ich mich ein bisschen beeilen. Ich wusste, dass viele der Teilnehmer Eisbaden gehen wollen. Und deswegen musste ich irgendwas machen, was noch viel spektakulärer ist als das Eisbaden an sich. Ich leg los! Und dann habe ich mich einer Herausforderung gestellt, von der ich nicht dachte, dass sie so schwer wird. Aber so ein Unterfangen macht man auch nicht einfach so. Dafür braucht man auf jeden Fall Training. So, wir sind jetzt schon am See. Kann ich mal baden gehen, oder? Also meine Freunde, ich starte jetzt den Timer. Jetzt an. Zuerst habe ich dann damit angefangen, mich an die Temperatur zu gewöhnen. 2, 1, 0. Jetzt ist gar nicht mehr kalt. Kein Witz, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Und ich bin dann einfach ab diesem Tag jeden Tag Eisbaden gegangen. Und schon nach wenigen Tagen hatte das Eisbaden so viel Spaß gemacht, dass ich auch angefangen habe, da ein bisschen Faxen dabei zu machen. Zu Beginn waren die Temperaturen sogar noch relativ hoch. Wir waren so bei 5 Grad. Und gegen Ende hin wurde es immer kälter, bis dann sogar die meisten Seen zugefroren sind. Der See, wo ich jetzt eigentlich durchschwimmen wollte, sieht jetzt so aus. Das ist alles gefroren. Das heißt, ich muss mir die Tage einen anderen See suchen, aber das kriege ich hin. Und dann schwimmen wir da durch. Noch ein paar Tage, dann ist es soweit. Zudem habe ich auch noch sehr viele Saunagänge gemacht, damit ich auf jeden Fall so oft wie möglich in das Wasser rein kann. Das heißt, rein, raus, warm, kalt. Die ganze Zeit einfach nur, um den Körper zu schocken und sich immer mal wieder ein Stückchen da drin bewegen zu können. Und nach 10 Tagen der Vorbereitung habe ich dann einen See gefunden, an dem ich das Ganze machen kann. Und die Zeit wurde knapp, also musste es an diesem Tag laufen. Die anderen warten hinten, oder? Ja. Perfekt. Ich mache mich jetzt fertig. Die Wetterbedingungen waren perfekt. Es waren zwar minus 5 Grad, aber ich wusste, heute ist es soweit. Das haben die Leute so. Okay, let's go! Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein guter Schwimmer, aber gerade in der Kälte ist es noch mal was ganz anderes. Ich werde immer langsamer. Nach ungefähr 50 Metern merkst du, du bist gar nicht mehr schnell. Dein ganzer Körper tut einfach nur weh und du willst aufgeben. So Otto, ich bin jetzt wieder angezogen und das war jetzt meine Bewerbung, wie du gesehen hast. Ich ziehe sowas easy durch. Ich habe schon auf dem Berg gepennt bei minus 12 Grad. Ich habe 5 Tage in der Wildnis überlebt. Ist kein Problem für mich und ich brauche eine neue Herausforderung. Also nehme ich unbedingt mit. Wie du merkst, ich kann immer noch nicht richtig reden, weil mein Mund komplett taub ist. Aber glaub mir, ich finde erstmal einen, der sowas durchzieht, nur für so eine Bewerbung. King Kong ist ein Scheiß gegen mich, glaub mir. Let's go, wir sehen uns dann. Vielen Dank an die Jungs und meine Freundin, dass sie mit dabei waren. Fürs Drohnefliegen, vielen Dank.